Ein Teil des Rückgangs bei den Flüchtlingszahlen geht auch darauf zurück, dass die EU mit der Türkei einen Deal geschlossen hat. Die Bundesregierung hat aber gleichzeitig auch angekündigt, aus den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aussteigen zu wollen. Die EU will weiter dabei sein, will weiter Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Auf welcher Seite stehen Sie? In der Türkei leben derzeit an die 3 Millionen, glaube ich, Flüchtlinge, wenn es nicht sogar mehr sind, vor allem aus Syrien und auch aus dem Irak. Und die Türkei tut sehr viel, um diese Situation im Griff zu behalten, das muss man schon sagen. Ich sehe jetzt keinen Grund, bei Beitrittsverhandlungen, die sowieso seit Monaten, wenn nicht Jahren, stillstehen de facto, zusätzlich noch eine Tür lautstark zuzuschlagen, indem man sagt, die Beitrittsverhandlungen werden abgebrochen. Kontakte mit der Türkei sind notwendig. Die Türkei ist und bleibt ein wichtiger Partner, ungeachtet der jetzigen Schwierigkeiten mit dem Ausnahmezustand in der Türkei seit dem Putschversuch. Aber grundsätzlich bleibt es ein wichtiger Nachbar und außerdem eine Art Pufferzone zwischen dem Nahen Osten und der Europäischen Union. Wir haben über die Türkei, wenn Sie sich erinnern, schon im Mai gesprochen vor der ersten Wahl. Und da haben Sie das hier gesagt. Sind Sie, wenn die Türkei alle Kriterien erfüllt, nach wie vor für einen Beitritt der Türkei zur EU? Ja, unter der nicht zuletzt aus einem Motiv, wenn Europa seine Tür gegenüber der Türkei verschließt, dann wird sich die Türkei anders positionieren. Wohin dann? Einen Militärputsch später. Sind Sie noch immer der Meinung, die Tür der Türkei zur EU muss weiter prinzipiell offen bleiben? Ja, prinzipiell. Aber wir reden hier von einem Prozess, der noch Jahrzehnte dauern wird, Herr Tür. Also bei allem Respekt. Während meiner Amtszeit als Bundespräsident wird die Türkei mit Sicherheit nicht Mitglied der Union werden. Und alles geht in die andere Richtung. Niemand bestreitet das, aber die Bundesregierung sagt, machen wir diese Türe zu. Warum? Sagt die Bundesregierung, ja, weil es nichts bringt. Das müssen Sie die Bundesregierung fragen, warum sie diese Tür zumachen will. Das bringt ja nichts. Das ist ja nur ein Placebo für Leute, die Türken nicht mögen. Also ich sehe den Sinn nicht.